Bauri auf Sendung, der Podcast. Mahlzeit und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, ich weiß, das ist die fünfte, in der es um Ungehorsam gehen soll. Und zwar ist Ungehorsam was, wo ich festgestellt habe, dass viele Leute einfach überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Die haben eine völlig falsche Vorstellung davon. Und deswegen würde ich diesen Podcast gerne diesem Thema widmen. Und einfach mal so sagen, was mir dazu alles so durch den Kopf geht. Grundsätzlich ist Ungehorsam, es wird oftmals so verstanden, dass man nicht das tut, was einem gesagt wird. Und zwar stattdessen das, was man selber für richtig befindet. Es wird oftmals so ausgelegt, als wäre Ungehorsam einfach nur nicht das zu tun, was von einem verlangt wird. Oder das Gegenteil dessen zu tun. Und das hat ja sehr oft halt mit Geboten und Verboten zu tun, die uns auferlegt werden, an die wir uns dann irgendwie nicht halten. Und das Ding ist halt eben, dass der gehorsame Mensch, der jemanden gehorcht, derjenige ist, der jemand anderem gehört. Also horchen und hören ist ja nicht zufällig ein, bedeutet ja nicht ein und dasselbe, zufällig. Und bei Gehorsam bei Gehorchen und Gehören ist das halt eben sehr ähnlich. Weil wenn ich jemandem gehorche, dann gehört mein Arsch dem. Weil ich dessen Leben lebe. Weil ich das tue, was der von mir will. Ist egal, wer das ist. Ob das jetzt Familienmitglied ist oder Lehrer oder der Kindergärtner, fängt schon mit an. Oder irgendwelche Leute aus dem privaten Umfeld oder Leute aus dem geschäftlichen Umfeld, ob das jetzt der Chef ist oder halt auch eben aus dem gesellschaftlichen Umfeld im Sinne von Politikern oder halt eben auch Gesetzen oder moralischen Vorstellungen oder halt eben irgendwelchen Gruppenideologien, wie man das im Moment sehr, sehr deutlich sehen kann. Und der Grund für den Gehorsam ist immer entweder der Wunsch, zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören und sich deswegen so zu verhalten. Oder halt eben die Angst vor Konsequenzen innerhalb dieser Gruppe. Mit dem Schlimmsten, nämlich dem Rausschmiss, mit der Verbannung aus dieser Gruppe. Und das ist das, was halt eben sehr tiefgreifende und nachwirkende Effekte hat. Und da sollte man sich halt wirklich einfach mal ganz ruhig ein paar Gedanken zum Thema machen. Deswegen machen wir das hier gerade. Und wenn wir jetzt
darüber reden, wie man ungehorsam ist, hat das für mich eigentlich überhaupt nichts mit irgendwelchen Auflagen äußerer Autoritäten zu tun, die mir nämlich in meinem Ungehorsam tatsächlich alle schnurzpiep egal sind. Das ist völlig egal, was irgendjemand von mir will. Was nicht bedeutet, dass mir das einfach am Arsch vorbeigeht. Ich kann mich sehr wohl darum kümmern, was andere von mir wollen. Und dann kann ich selber entscheiden, ob ich da gewillt bin, zu geben oder nicht. Manchmal ist das ja auch sehr schön, ne? Aber letztendlich ist mir ziemlich egal, was irgendjemand von mir will, weil für mich wichtig ist, was ich will. Also das kann man jetzt sehr egoistisch nennen, das kann man egozentrisch nennen oder sonst, das ist mir egal. Auch das ist mir egal, weil ich ja weiß, dass es nicht so ist. Weil es halt eben nicht so ist, als wären mir andere Menschen egal. Aber was die gerade von mir wollen, das kann mir egal sein. Ob die gut finden oder schlecht, was ich mache, das kann mir egal sein. Weil für mich wichtig ist, dass ich nicht schlecht finde, was ich mache. Weil ich mich dann schlecht fühle, wenn ich schlecht finde, was ich mache. Also überlege ich mir sehr gut vorher oftmals, was ich tue. Oftmals überlege ich das auch erst hinterher. Mit dem Kopf, das ist in den Situationen, wo mein Bauch sagt, springen, und dann springe ich, bevor ich anfange zu denken. Und denke dann später nochmal alles durch und kann dann meistens aus all diesen Situationen irgendwas rausholen und auch eben für andere was rausholen. Das nochmal, ne, das Bauchgefühl ist deswegen meine Autorität, weil ich irgendwie mitbekommen, aber so, ja, also ich habe es irgendwann intuitiv begriffen, ja, habe es aber noch nicht gecheckt vom Kopf her. Das ist halt eben auch das, ne? Also irgendwann, es fühlte sich richtig an, meinem Bauchgefühl zu folgen. Und heute, nach 20 Jahren, wo ich das mache, kann ich halt eben auch einfach sagen, dass ich festgestellt habe, dass das Bauchgefühl halt tatsächlich immer nicht nur die eigenen Interessen im Auge hat, sondern alle. Wenn das Bauchgefühl mir was sagt, mein Bauchgefühl hat mir noch nie irgendetwas gesagt, etwas zu tun, wodurch klar war, dass jemand anders darunter leiden würde. Noch nie, noch nicht ein einziges Mal. Und das habe ich auch noch nie erlebt bei irgendjemandem anderen, der mir gesagt hat, dass er etwas aus dem Bauchgefühl heraus getan hat. Das waren immer schöne Dinge. Das waren immer konstruktive Dinge, wo möglichst viele Leute was von hatten. Deswegen ist das so leicht für mich, so zu leben, dass auch andere was davon haben. Und die meisten anderen um mich herum haben was von dem, was ich mache. Es gibt natürlich Leute, die kriegen einfach den Hals nie voll, sind ständig unzufrieden mit irgendetwas und bla bla bla. Und für die bin ich natürlich das größte Arschloch, womit ich aber eben halt auch einfach leben kann, weil es mir egal ist. Weil mein Ungehorsam mir ermöglicht, mir das egal sein lassen zu können. Wenn wir also ungehorsam sind, sprich selbstbestimmt, unserem Bauchgefühl folgend, dann sind wir halt vor allen Dingen eins nicht mehr, sind wir keine Sklaven. Dann sind wir keine manipulierbaren, kontrollierbaren Menschen mehr, sondern sind wir freie Menschen. Und genau deswegen haben die Mächtigen, die ja tatsächlich mächtig sind, wenn wir denen durch die Wahlen und unser Kreuzchen als Unterschrift die Ermächtigung geben, über uns zu regieren, zu herrschen. Das ist übrigens auch was ich aus Ungehorsam nicht mehr tun kann. Das also geht gar nicht. Wer das nicht verstanden hat, der kann ja meinen letzten Podcast mal gucken, versteht er bestimmt. Naja. Wenn ich lebe
wie ich das für richtig empfinde, dann habe ich automatisch auch ein völlig anderes Verhältnis zu mir selber. Dann komme ich nicht nur wesentlich besser mit mir parat, sondern ich merke auch, dass mein Selbstwert enorm angestiegen ist. Ich fühle mich bei weitem nicht mehr so wertlos, wie ich das vor 20 Jahren noch getan habe. Also eigentlich fühle ich mich überhaupt gar nicht mehr wertlos, weil ich längst meinen Wert gefunden habe. Ich weiß, was ich mir wert bin. Vor allen Dingen aber eben meinen Ungehorsam, den bin ich mir wert. Ich habe vor einem Jahr von der Avatara eine sehr gute einen Denkanstoß bekommen. Weil ich irgendetwas gesagt hatte, so von wegen, wo ist nur mein Stolz geblieben? Zu der Zeit ging es, das war das kurze Zwischensequenz, nachdem ich auf der Bäckerfinker war, ging es mir ein paar Jahre nicht so gut, weil ich ständig halt gewisse Probleme habe, über die ich auch schon gesprochen habe, über die ich gerne auch nochmal rede, aber hier an der Stelle. Ich hatte danach eine fünfjährige Odyssee hinter mir. Und die hat letztes Jahr durch diese Gespräche mit der Avatar auch aufgehört. Die hat mir geholfen, da rauszukommen. Und ich hatte halt irgendwann gesagt, so, mein Stolz, wo ist mein Stolz? Warum lasse ich das mit mir machen? Und dann sagte sie, weil ich habe immer gesagt, es ist mein gesunder Stolz, der mir bisher immer normalerweise geholfen hat, gewisse Sachen einfach nicht mehr mit mir machen zu lassen. Und da habe ich wieder gewisse Sachen mit mir machen lassen. Und dann meinte sie, Bauchi, das ist kein Stolz. Das ist Selbstwertgefühl. Du machst das, weil du dir selbst das wert bist, weil du weißt, wenn du es änderst, leidest du nicht weiter drunter. Daran musste ich denken, als mir letzte Woche oder diese Woche vor ein paar Tagen die Steffi geschrieben hat, dass sie sehr verwundert ist, dass obwohl sie seit Jahren sich überhaupt gar nicht mehr um Politik und Deutschland schert, sich auch nicht mehr als Deutsche definiert und mit diesem ganzen Deutschland-Scheiß, weil sie auch begriffen hat, dass auch diese ganzen Nationalitäten einfach nur geschaffen wurden, um zu spalten. Aber trotzdem, durch das, was da draußen gerade passiert, especially in Bezug auf Sylt und Mannheim und die Medienberichterstattung darüber, aber es ist eigentlich sowas wie eine Bestattung, weil da vermisst er halt einfach 80% dessen, was da wirklich passiert ist, das wird einfach ja nicht erzählt und so. Egal, Manni, nee, Thema. So. Steffi hat halt sich gewundert, dass bei ihr tatsächlich gerade so etwas wie Nationalstolz wieder aufkommt. Und ich kann das tatsächlich sogar ein bisschen nachvollziehen. Als Germane, als jemand mit diesem Aussehen, also ich rede jetzt nicht hier von meinen Haaren und von den und Tattoos und also aber ne, so wie Gott mich geschaffen hat, nachdem ich da ein bisschen dran rum manipuliert habe, ne? Also ich sehe jemand, der hier in diesen Gefilden geboren und aufgewachsen ist, Europäer, Nordeuropäer oder Mitteleuropäer. Und das meine ich jetzt nicht auch in Bezug auf EU, sondern auf den Kontinent Europa, der wesentlich älter ist als die EU. Die EU ist auch, da rede ich gar nicht drüber. Die EU rede ich gar nicht. Als Europäer, der ein Geburtsrecht darauf hat, und das ist jetzt völlig unabhängig davon, dass ich jetzt gerade auf Mallorca sitze. Das liegt hier gerade für mich vor allen Dingen am Wetter, weil es einfach gut fürs Gemüt ist und ich die Freiheit habe und mein Bauch gesagt hat, Bro, bleib mal ein bisschen hier. Es juckt gerade hier. Aber das Wetter ist ja nicht das Einzige, was mich innerhalb der erdachten deutschen Grenzen stört.
Und ich weiß auch nicht mehr wirklich, wie man sich innerhalb der gesteckten deutschen Grenzen gerade noch in irgendeiner Weise pudelwohl fühlen kann. Ich kann das irgendwie nicht, weil da so ein immenser Stress aufgebaut wird. Unnatürlich viel. Viel mehr, als es eigentlich, also es ist halt einfach wirklich noch gepusht, der Stress. Und ich sehe, wie das ganze Land kaputt gemacht wird. So, und da sehe ich auch einfach wieder meine Mitmenschen. Und dabei ist mir auch völlig egal, welcher Couleur. Ich rede jetzt hier nicht von Deutschen. Ich rede einfach von den Menschen in Deutschland, die gerade die Hölle erleben. Weil sie ein Leben leben, in dem sie sich nicht mehr vor die Haustür trauen. Es ist krass, wie viele Leute sich in den letzten 2-3 Wochen bei mir gemeldet haben, auch nachts um 3, die gesagt haben, Bauch, ich kann nicht schlafen, ich habe Panik. Ich habe Angst vor dem Krieg, ich habe Angst vor Messerstechern, ich habe Angst vor die Tür zu gehen und vergewaltigt zu werden. Es ist so krass. Und das ist eine Auswirkung, das ist ein Symptom des allgemein angewandten Gehorsams. Das alles würde nicht passieren, wenn die Leute stattdessen ihrem Bauchgefühl folgen würden. Und deswegen hier meine Einladung am 9.6. Kein Kreuzchen unter den Wahlzettel zur Fremdherrschaft zu setzen, sondern spätestens dann, als ersten Tag im Leben, die Wahl zu treffen, seinem Bauchgefühl zu folgen. Ich kann niemandem im Ansatz beschreiben, wie extrem das Leben sich dadurch vereinfacht, verschönert, beruhigt, entspannt, lebenswerter wird. Ich kann es nicht, ich kann es niemandem beschreiben, der es nicht kennt. Und die, die es machen, denen brauche ich es nicht zu beschreiben. Aber ich möchte wirklich herzlich dazu einladen, ja, geht am 9.6. wählen. Aber nicht in irgendeiner Wahlkabine. Setzt euch an den See, geht in den Wald, geht an einen eurer Lieblingsorte und schwört euch eure eigene Gefolgschaft. Ich kann es jedem wirklich nur von Herzen ans Herz legen. De corazón a corazón. Und ich sage das todernst, weil die ganze Laberei inzwischen auch, wo ich mir denke, so, ey, ich laber mir seit 20 Jahren den Mund darüber fusselig. Hab selber zum Glück was davon, weil ich das alles, worüber ich labere, auch umsetze, so gut ich nur kann. Und es sind mit Sicherheit auch etliche dazugekommen, aber wir stehen noch immer relativ allein auf weiter Flur. Selbst unter denen, die inzwischen doch ein wenig aufgewacht sind und wenigstens mitbekommen haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dass die Politik uns belügt und betrügt, wo es nur geht. Und dann, wenn sie dann auch noch dabei erwischt werden, so kackendreist sind, das zu verharmlosen und zu verschleiern. Hey, habt ihr echt noch Lust, euch mit sowas abzugeben? Da ist es hirnrissig, sich hinzustellen und zu fordern, dass irgendjemand abgesetzt wird. Statt darauf zu hoffen, dass ein Einzelner von denen mal irgendwann Rücktritt da irgendwie einreicht, cancelt denen doch mal bitte
einfach eure Gefolgschaft, euer Interesse, eure Aufmerksamkeit, eure Energie. Das geht alles drauf, wenn ihr euch mit deren Themen beschäftigt. Und genau dafür setzen die euch vor die Nase, mit Nachdruck. Du hast nicht nur die Option, einen Fernseher zu kaufen, du hast die verdammte Pflicht, einen zu Hause zu haben, damit du dich informiert halten kannst. Und wenn der Gerichtsvollzieher kommt, dann darf er dir deinen Fernseher nicht wegnehmen. Weil du ja das Recht darauf hast, informiert zu sein. Ja, genau. Genau, mein Humor. Ich weiß nicht, wann die Leute es irgendwann begreifen. Ich hoffe einfach, dass sie es irgendwann tun. Ich hoffe einfach, dass die Leute irgendwann begreifen, dass es keinen Wert hat, irgendwelchen Leuten hinterherzulaufen, die sich augenscheinlich, offensichtlich einen Scheiß für euch interessieren. Ihr seid denen Scheiß egal. Das Einzige, was denen wichtig ist, ist die Kontrolle über euch. Und sobald die einmal haben, guckt euch gerade an, wie die Grünen das handhaben. Die haben eine Panik, ihre Macht wieder zu verlieren. So eine Panik, dass sie Dinge tun, die ein Mensch eigentlich vor dem Spiegel überhaupt gar nicht mehr rechtfertigen kann. Und ich rede nicht von der Zeitung. Die wissen ganz genau, dass wenn die jetzt nicht mehr an der Macht sind, dann sind die Geschichte. Dann wird keiner mehr was von denen wissen wollen. Wer wird die denn noch einstellen? Ricarda Lang kann vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, Werbeclips von McDonald's machen oder so. Aber selbst da wird die nicht im Ansatz das Geld verdienen, was sie in der Regierung verdient. Die wollen, das ist scheiße, das Einzige, was die interessiert, ist, dass ihr euer Kreuzchen A auf dem Wahlzettel zur Fremdherrschaft macht und damit quasi unterschreibt, dass ihr das okay findet. Aber das dann auch noch an der Stelle, wo die Grünen stehen, damit sie weiter die Macht behält. Behalten alle. Das ist halt eben einfach so. Das ist halt eben auch die Gefahr, die ich bei anderen Parteien wie auch der AfD oder halt irgendwelchen kleinen Sonderparteien irgendwie so, die eigentlich in der Politik keine besondere Rolle spielen, weil sie eben zu klein sind und deswegen keine große Beachtung finden. Aber wenn das dann mal so ist, weil bei den Grünen war das ja auch mal so, ne? Wenn die dann 20 Jahre später an der Macht sind oder vielleicht, weil heute alles viel schneller geht, auch viel früher an der Macht sind, vielleicht in 4 Jahren, weil die AfD dann auch auffällt als Scheiße. Das sind auch einfach nur dieselben Pappen, das sind einfach nur dieselben Leute, die haben nichts, die machen alles, um an der Macht zu bleiben. Dann wird die nächste kleine Partei ihre Möglichkeit bekommen, im großen Zirkus mitzuspielen und genau in dieselbe Falle tappen. Wenn die dann einmal an der Macht sind, dann wollen die auch wieder nicht abgeben. Ist halt hier nicht Amerika, ne? Wobei das in Amerika ja auch, also eine parteienübergreifende, so hat ja keiner gesagt, dass, also es darf ja immer nur der Präsident maximal 2 Legislaturperioden regieren und nicht die Partei. Wie cool wäre das, wenn es denn mal so wäre, dass da so ein gewisses Rotationssystem wenigstens drin wäre. Aber nicht mal das ist da. Und das ist dramatisch. Das hat auch nichts mit, nichts, aber überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was man uns als Demokratie verkauft. Ne? Am besten will ich nicht. Und ich sage es nochmal und ich werde es noch oft sagen, ich bin kein Freund
der Demokratie. Vielleicht bin ich damit jetzt auf Deutschlands Abschussliste, weil ich ein Demokratiefeind bin. Nee, das ist auch nicht so. Ich bin kein Demokratiefeind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn irgendwelche Leute, die demokratisch regiert werden wollen, sich demokratisch irgendwelche Anführer wählen und sich von denen rumkommandieren lassen und sich von denen das Leben gestalten lassen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich möchte das nur nicht für mich selber oder irgendjemanden anderen, der das auch nicht möchte. Ich bin auch kein Impfgegner, auch bloß weil ich sage, ich brauche es nicht, ich will es nicht. Ich habe ein Immunsystem und ich arbeite damit und das wäre für mich ein Verrat an mir selber gewesen, mir da jetzt eine Spritze reinzujagen und damit meinem Immunsystem die Möglichkeit zu geben, zu wirken und auch zu wachsen daran und sich abzugraden. Aber das ist meine Umgangsform damit. Das kann ich nicht von jedem anderen erwarten, dass er das auch so macht. Und für andere Leute, die das nicht so können, wie ich es kann, weil ich mich einfach schon lange mit beschäftige, habe ich überhaupt gar kein Problem damit, wenn die sich impfen lassen. Was macht mich denn da jetzt zum Impfgegner? Und genauso habe ich kein Problem damit, wenn irgendjemand sich demokratisch regieren lassen will. Ich bin kein Gegner der Demokratie. Ich möchte einfach kein Teil davon sein. Ich bin ja auch kein Fußballgegner. Bloß weil ich keinen Fußball gucke. Oder mich nicht zu irgendeiner Mannschaft hin, weil es mich interessiert. All ihr ganzen Fußballfans jetzt, ne, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Stellt euch nur einfach vor, wie ihr euch fühlt, wenn euch jemand aus der Nachbarschaft erzählt, dass der erste FC Strickhausen in der Strickweltmeisterschaft einen Pokal gewonnen hat. Da denkst du dir, was? Ja, weil du keine Ahnung davon hast. Weil dich nie für die Strickweltmeisterschaften interessiert hast. So interessiere ich mich halt einfach nicht für Fußball. Ich spiele trotzdem sehr gerne Fußball. Ja, also selber spielen ist überhaupt gar kein Problem. Das hat immer Spaß gemacht. Aber Fußball gucken war für mich einfach irgendwann langweilig. Weil zugucken ist oftmals, ne, ist nicht dasselbe wie selber machen. Ist einfach so. Da bin ich lieber, wenn andere Leute Fußball geguckt haben, Samstagnachmittags, bin ich lieber draußen im Park und habe mit meinen Jungs selber Fußball gespielt. War im Prinzip ungehorsam dem Gott des professionellen Fußballs gegenüber. Dem habe ich in dem Moment nicht gehorcht. Man kann das in alles wie eine Schablone einsetzen. Und das ist halt eben irgendwie das, was man, glaube ich, auch mal tun sollte. Mal gucken, in welchen Bereichen des eigenen Lebens man Dinge deswegen tut, weil man die so gelernt hat, die nie hinterfragt hat, sich wirklich bei allem, was man tut, auch mal fragt, wie fühle ich mich eigentlich dabei, während ich das mache? Und warum mache ich es? Kann ich mich daran erinnern, wann ich das erste Mal gemacht habe? Kann ich mich an die Situation erinnern? Das ist quasi Tiefenmeditation, aber kann man im Prinzip überall machen, wo man gerade ist, bei allem, was man gerade macht. Und das ist tatsächlich höchst meditativ, weil auf einmal wird man sehr, sehr innegekehrt und hat auf einmal das im Fokus, was vor der eigenen Nase eigentlich wirklich passiert. Was machen meine Hände? Und ich glaube, das ist immer noch die allergrößte Form von Ungehorsam, in Frage zu stellen und zu beobachten, was die eigenen Hände eigentlich machen, was das bewirkt, warum ich das mache und ob ich das weitermachen möchte.
Weil in dem Moment, wo ich das mache, gehört mein Arsch schon nicht mehr einfach jemand anderem. In dem Moment gehört mein Arsch schon wieder mir, weil ich in dem Moment ich mit mir selber beschäftigt bin. Na, wenn ich mir das eine ganze Weile angucke, dann sehe ich sehr schnell Zusammenhänge, dann sehe ich sehr schnell, warum gewisse Sachen in meinem Leben nicht so günstig laufen und andere viel günstiger und so, ne? Und dann ist aber teilweise auch das, ja, das läuft da total einfach, aber ich fühle mich total scheiße damit und hier ist was total schwer, aber ich will es trotzdem erreichen. Wir sind so unfassbar kreativ in alle möglichen Richtungen. Wenn man sich anguckt, wie kreativ gerade Menschen darin sind, Hetze gegen andere zu betreiben, da kann man sich nur, Alter, stell dir mal vor, du würdest das Interesse, die Energie, das, was du da in was Konstruktives setzen, was könntest du hervorbringen? Was könntest du eine Bereicherung für die Menschheit sein? Stattdessen beteiligst du dich da an diesem bescheuerten Spiel, checkst es noch nicht mal selber, und stülpst damit wieder anderen diesen Quatsch auf, den die gar nicht haben wollen. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn irgendwelche Leute sich demokratisch regieren lassen wollen, macht es bitte, bitte, bitte macht es. Aber lasst doch alle anderen, du erwartet doch nicht von irgendjemandem, den der einen Lachanfall bekommt, weil er nicht im Ansatz ernst nehmen kann, wenn er einen Olaf Scholz sieht, dass der allen ernst ist, sagen sie, ja, der ist auch mein Herr. Nee, sorry, nein, nein, das ist einfach, nein, nein. Der hat in meinem Leben nichts zu sagen, dieser Mann. Gar nichts. Für mein Leben ist sowas von unerheblich, was Olaf Scholz sagt. Selbst wenn er, scheiß Marionette, jetzt halt eben da irgendwelche Angriffe auf Russland legitimiert und sagt, ja, ist okay, so können wir da vielleicht. Ja, natürlich reitet mich das selber mit, aber das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Würde man solchen Leuten die Macht dazu gar nicht geben, würden keine Raketen fliegen können. Weil ja keiner einen Grund dazu hätte, die abzuschießen, abzufeuern. Das ist genau der Punkt. Durch sowas und so ein Verhalten und den Irrglauben, dass sie tatsächlich Macht hätten, das ist nämlich nicht so. In dem Moment, wo wir denen den wieder entziehen, verpufft das. Dann stehen die da mit ihrer eigenen Macht, die sie überhaupt erstmal kennenlernen müssen. Da können sie nämlich gar nichts mit anfangen. Werden wie kleine Kinder sein, die nicht wissen, was sie tun. Durch unseren Gehorsam, nicht unseren, meine ich, nein, ich mach das nicht vor, aber durch den Gehorsam derer, die dieser Regierung hinterherlaufen und von allen anderen erwarten, dass die denen auch hinterherlaufen, weil wir sind ja demokratisch gewählt. Ihr müsst das. Das ist der Grund, warum ich Demokratie absolut affig finde. Vor allen Dingen in der Umsetzung, wie sie ist. Dass da gegebenenfalls 51% des Volkes 49% des Volkes sagen können, wo es lang geht. Nope. Kann ich nicht gutheißen. Geht nicht. Kann ich nicht gut finden. Und deswegen sollten wirklich viele Leute gerade mal echt überlegen, ob sie diese Gefolgschaft weiterleisten, wenn sie dadurch Einzelpersonen oder kleinen Gruppierungen die Möglichkeit geben, ganze Länder in Kriege zu reißen. Und ich brauche jetzt keinem zu erklären, was ein Krieg mit einem Land macht. Habt ihr Angst vorm Krieg? Dann solltet ihr tunlichst damit aufhören, diese Leute zu unterstützen. Fangt an.
kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen Ideen von, ja, wir müssen auf die Straße und gegen die protestieren. Nein, Mann, dann schenkt ihr ihnen immer noch eure Energie. Fangt an, sie zu ignorieren. Geht in euren Garten und macht ihn essbar. Und wenn ihr keinen habt, dann guckt euch um. Es wird ein Garten in der Nähe sein, wo jemand die Handkraft nicht habt, die ihr bieten könntet. Und dann habt ihr einen Garten. Zumindest die Früchte daraus. Und der auch. So geht Teamarbeit. So macht man das in einer Familie. So macht man das eigentlich untereinander. Und dann kommt ein Staat und sagt, ja, Moment, du darfst ihm aber nicht helfen. Also, soll ich da noch zu sagen? Ja, so, war ein halbes Stündchen für heute. Nochmal Monolog. Ich habe meine, es ist total krass, es ist auf Amazon bestellt worden. Und ich habe meine Mikrofone immer noch, die sind immer noch nicht da. Wie auch immer, also ne, nur es ist nicht nur immer AliExpress, der da immer wieder geworden ist. Ne? Ja. So. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Ding haltet. Schreibt mir gerne eure Gedanken zum Thema Ungehorsam. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen damit. Ne, auch. Es ist nicht immer so, dass man, wenn man es im Ungehorsam macht, dass das dann super geil funktioniert. Ne, kann man auch scheiße bauen. Also da kann man auch Fehler machen, die man dann ausbessern kann. Aber da unterhalte ich mich doch lieber darüber, als über irgendetwas aus der Politik. Das ist Show. Das ist einfach nur dazu da, um die Leute beschäftigt zu halten. Geistig beschäftigt zu halten, damit die überhaupt gar nicht darauf kommen, mal eine halbe Stunde dem Bauchi zuzuhören oder sonst irgendjemandem, der über solche Sachen hier redet. Keine Zeit für, nein, muss ja also alles andere wichtiger und ja, fragt euch mal warum. Ne? Ich wünsche euch den Frieden, reiche euch die Hand, möchte gerne mit euch das Leben feiern und werde das auch weiterhin tun und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.